Frage 1, wer bist du? Mein YouTube-Kanal heißt CreepFanRP und ich habe mittlerweile knapp 10.000 Abonnenten. Und ja, ich heiße Christopher im echten Leben und ich lebe in Hessen. Und ja, mache hauptsächlich Yu-Gi-Oh! Videos, aber auch viele Retro-Games und Indie-Games. Frage 2, wie bist du zu Yu-Gi-Oh! Gekommen? Eigentlich eine recht lange Geschichte. Ich habe damals als Kind gespielt mit meinem Bruder. Da habe ich mir halt die alten Starter-Decks gekauft, Yugi, Joey, Kaiba und so. Beziehungsweise meine Eltern haben es mir gekauft, da war ich noch zu klein, um es mir selbst zu kaufen. Und naja, ich habe damals sehr schlecht gespielt, habe mich null damit ausgekannt, aber halt einfach nur zum Spaß. Ich bin dann irgendwann zu Pokémon abgedriftet und habe nie wieder gespielt. Dann habe ich mir später Yu-Gi-Oh! Gameboy-Spiele gekauft, zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Nightmare Troubadour oder so für den DS. Das war ziemlich cool, habe ich auch lange gespielt, da habe ich auch ein bisschen mehr dann mich mit ausgekannt irgendwann. Und ja, dann habe ich aufgehört und wieder nicht mehr gespielt. Und irgendwann habe ich dann halt mit YouTube angefangen, bin über einen Kumpel zu DevPro gekommen, einem Online-Yu-Gi-Oh!-Spiel. Und naja, da habe ich dann irgendwann aufgenommen, auch mal ein paar Runden mit einem Kumpel von mir. Und das wurde dann immer größer und ich habe mich immer mehr mit Yu-Gi-Oh! Auseinandergesetzt. Und ja, jetzt nach 2 Jahren bin ich eigentlich relativ erfahren mit Yu-Gi-Oh! Mittlerweile und habe schon sehr, sehr viele Decks gebaut. Und es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Im Prinzip kann man meine gesamte Yu-Gi-Oh! Entwicklung auf YouTube mitverfolgen, auf meinem Kanal. Denn ich habe erst richtig angefangen, als ich mit YouTube begonnen habe, könnte man sagen. Die nächste Frage. Bist du Spieler, Trader oder Yu-Gi-Tuber? Eine recht simple Frage eigentlich. Traden kann ich nicht, da ich keine Karten besitze. Ich spiele wirklich nur auf DevPro aktiv. Und ja, ich bin natürlich Yu-Gi-Tuber, habe mittlerweile 10.000 Abonnenten geknackt. Und ja, ich spiele auch, allerdings nur halt online. Das aber sehr aktiv, wirklich fast jeden Tag. Gerade aktuell habe ich nicht so viel Zeit, aber ich spiele schon sehr aktiv, muss man sagen. Frage Nummer 4. Was ist deine Lieblingskarte? Die Frage ist eigentlich ziemlich einfach für mich, denn ich habe eine ganz eindeutige Lieblingskarte, nämlich Drachenmeisterritter. Ich persönlich liebe Drachen. Die Idee dahinter finde ich einfach mega cool. Und auch in Yu-Gi-Oh! Spiele ich sehr gerne mit Drachen. Und meine Lieblingskarte ist Drachenmeisterritter. Die Karte ist zwar eigentlich ziemlich unspielbar, man kann ein Deck drum bauen, wenn man möchte, aber das ist dann eher Fun-Deck und naja, nicht sonderlich stark. Aber die Karte an sich hat einfach ein cooles Design, finde ich, und es ist eine Fusion aus einem der coolsten Ritter mit einem der coolsten Drachen. Und auch die Anime-Folge, wo er vorkommt, ist mega cool. Ich mag die Karte einfach. Punkt. Die Karte ist toll. Die nächste Frage, was ist dein Lieblingsdeck? Das ist eine sehr schwierige Frage für mich, denn ich hätte damals auf jeden Fall gesagt Dracheneinheit, allerdings war das so lange unspielbar, durch das Verbot von Drachenschlucht, dass ich mittlerweile einfach andere Sachen mag, denn Dracheneinheit ist einfach nicht mehr stark genug, finde ich. Hat noch ein bisschen OTK-Potenzial, aber das war's auch schon. Synchro Stufe 8 ist einfach nicht so OP. Nicht mehr. Was ist jetzt mein Lieblingsdeck? Von den Metathemen auf jeden Fall Satella Knights, das spiele ich sehr gerne und auch recht oft gegen Abonnenten. Das macht mir sehr viel Spaß. Aktuell spiele ich Wahrsageprinzessinnen, was mir auch sehr viel Spaß macht, aber allein durch meinen YouTube-Kanal spiele ich alle 3 Tage ungefähr ein neues Deckthema und ja, da sich auf eins festzulegen ist fast unmöglich. Wenn ich Real Life Yu-Gi-Oh! Spielen würde und sammeln würde, mir würde es extrem schwer fallen, mich auf ein Deck festzulegen und mir das zu bauen und zu kaufen. Ich würde einfach immer was anderes spielen wollen, deswegen schwer zu sagen, was mein Lieblingsdeck ist. Ich sag mal Satella Knights, aber ist schwierig zu sagen. Frage Nummer 6. Was magst du an Yu-Gi-Oh? An Yu-Gi-Oh mag ich einfach die unfassbare Vielfalt. Es gibt tausende von Karten und es gibt noch mehr mögliche Decks, die man bauen kann. Es gibt sehr viele Themendecks, man kann Fun-Decks bauen, OTK-Decks bauen, FDK-Decks bauen, Meta-Decks bauen. Cross-Themen bauen, indem man einfach so Sachen mixt wie Lightspawn und Zombie oder so. Es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten und da immer wieder was Neues zu finden, macht mir persönlich am meisten Spaß. Der Deckbau ist immer ganz toll, aber das Spielen finde ich persönlich noch spannender. Es gibt ja Leute, die lieber Decks bauen, als damit zu spielen. Aber ich persönlich mag das Spielen aktiv eigentlich sehr gern. Es fällt mir manchmal schon ein bisschen schwierig, weil ich halt gern mit Fun-Decks spiele, die nicht unbedingt mithalten können mit heutigen starken Deckthemen oder Metathemen, die ja gerne mal in DevPro gespammt werden. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich cool, dass man immer halt wieder was Neues entwickeln kann. Das ist auch einer der Gründe, warum ich niemals im Real Life spielen könnte. Ich brauche einfach Abwechslung.
Die nächste Frage: Was hast du an Yu-Gi-Oh? An Yu-Gi-Oh hasse ich vor allem den Kommerz von Konami, denn neue Karten müssen besser sein als alte, damit die neuen Karten sich gut verkaufen. Das sorgt dafür, dass heutige Themen einfach mega broken sind und damalige Themen viel schlechter sind. Und das sorgt dafür, dass wenn ich alte Themen spielen möchte, ich die ganze Zeit nur gegen starke komme und deshalb keine Chance habe. Und das finde ich extrem lame, denn es kann einfach nicht sein, dass da so wenig gebalanced wird, denn wenn einfach Metathemen erst dann durch die Bände verkrüppelt werden, wenn sie schon durch andere Metathemen ersetzt wurden, dann wurde einfach nicht gut genervt. Klar, man will, dass gewisse Themen sehr oft gespammt werden, damit sie gekauft werden, aber gut finde ich das nicht. Dann machen sie es auch oft noch so, dass halt wichtige Karten für ein Deckthema irgendwie nur seltener in irgendwelchen Boostern drin sind, damit man noch mehr Booster kaufen muss oder sonst was. Sowas finde ich einfach richtig kacke, aber die wollen halt Geld machen, ist ganz klar. Ich meine, so eine Firma muss sich auch über Wasser halten, ist klar. Aber ich finde es nicht gut. Das ist einfach das, was mich an Yu-Gi-Oh! Am meisten stört. Die nächste Frage: Wie findest du das Format und was spielst du zurzeit? Das Format finde ich eigentlich gar nicht so schlecht gerade. Die Metathemen gefallen mir eigentlich größtenteils so, wie sie sind. Shadol mag ich nicht unbedingt, aber Necrots und so ist schon okay. Mal wieder ein Ritualthema oben. Die Bandlist an sich gefällt mir bis zu einem großen Teil. Allerdings würde ich mir halt wünschen, dass Metadecks ein bisschen stärker genervt werden, was aber nicht passieren wird. Spielen tue ich zurzeit auf jeden Fall Satellite Knights ein bisschen. Und ja, die ganzen anderen Themen habe ich eigentlich alle auch mal gespielt. Necrots nur sehr kurz, Shadol auch. Habe ich mir 5 verschiedene Versionen gebaut vor kurzem, damit ich die mal ein bisschen stärker ausprobiert habe. Lusenyu habe ich auch gespielt vor kurzem, Burning Abyss auch, Cleavor auch. Also ich habe, denke ich, schon sehr viel getestet. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man sich die Meta anschaut. Es gibt ein starkes Ritualthema, ein Fusionsthema, ein Spirit-Thema, könnte man sagen, ein Pendel-Thema, ein XC-Thema, ein Control-XC-Thema. Ich finde es eigentlich ganz abwechslungsreich so. Ist mir vor kurzem mal aufgefallen. Gefällt mir, aber ich mag es halt nicht, dass es an sich so eine Meta-Kategorie gibt, aber die wird es immer geben und die ist auch sinnvoll, aber ich mag das halt nicht so sehr. Ich finde es schön, wenn alles so ein bisschen gebalanced ist, aber ist halt schwierig. Die vorletzte Frage: Hast du für andere oder neue Yu-Gi-Tuber Tipps? Eine schwierige Frage eigentlich. Ich sag mal so, Yu-Gi-Tuber werden kann jeder. Wenn man regelmäßig Sachen für Yu-Gi-Oh! Hochlädt, ist man Yu-Gi-Tuber. Aber wenn man Erfolg haben will, dann gibt's einige Dinge zu beachten. Ich sag mal so, wenn man eine gute Videoqualität hat, gute Hardware und gute Software, dann hilft das sehr gut. Aber das ist nicht alles. Ich sag mal so, ich persönlich habe jetzt 10.000 Abonnenten und ich habe einen extrem beschissenen Laptop, ich habe ein extrem beschissenes Headset, aber ich kann Videos machen und sie kommen ganz gut an. Ich denke, das liegt daran, dass ich einfach regelmäßig Zeug mache und dass ich sehr fleißig bin, sag ich mal. Ich versuche einfach jeden Tag was hochzuladen. Ich habe extrem wenig Zeit. Ich habe eigentlich extrem schlechte Voraussetzungen, um Yu-Gi-Tuber zu sein. Und auch um größerer YouTuber zu werden. Aber das hindert mich nicht daran, einfach das zu machen, denn das macht mir sehr viel Spaß. Und das ist auch sehr wichtig. Man sollte auf jeden Fall sehr viel Spaß haben dabei. Denn wenn man jeden Tag gefrustet irgendwas hochlädt, einfach nur damit man was oben hat, das ist nicht gut. Das merken auch die Abonnenten irgendwann. Das ist einfach, das ist eklig, das will keiner haben. Man sollte mit Spaß dabei sein und nicht, weil man irgendwie erfolgreich sein will um jeden Preis. Ich habe einfach angefangen mit, keine Ahnung, 100 Abonnenten nach ein paar Monaten erst. Das ist wenig, denn man kriegt dann einfach auf dem Video nur 10 Klicks oder so, für das man irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde gearbeitet hat. Das ist schon frustrierend, aber da muss man halt sich durchkämpfen durch diese Zeit. Man darf nicht aufgeben. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt in meiner YouTube-Zeit, die haben so um die 200 bis 300 Abonnenten und die laden halt alle paar Tage mal ein Video hoch und das auch nur halbherzig und die führen irgendwelche Projekte, die sie nie richtig beenden und so. Das ist nicht gut. Das wird nie erfolgreich werden. Man muss da auf jeden Fall am Ball bleiben und seine Projekte auch durchbringen, die mit Spaß machen und dann schafft man das. Aber man muss halt damit rechnen, dass man halt auch ein paar Jahre arbeiten muss, bis man was zurückbekommt. Ich hatte jetzt bis vor kurzem so um die 4.000 Abonnenten. Das hat sich dann sehr stark gesteigert.
Sowas kann passieren, sowas muss aber nicht passieren. Es kann auch passieren, dass ihr 3-4 Jahre YouTube-Videos macht, aber nie wirklich bekannt werdet. Aber das ist halt nicht das Ziel dahinter. Man will halt einfach Spaß haben und ich mache das als Hobby. Ich mache das neben der Schule und ich werde das auch eine ganze Zeit lang machen, wahrscheinlich auch nach der Schule noch. Und ja, andere Tipps gibt's eigentlich nicht. Man sollte einfach aufpassen, mit Spaß dabei zu sein und seine Projekte durchzubringen und aktiv zu sein. Und dann schafft man das. Einfach Geduld beweisen. Die letzte Frage. Dein bester Moment in Yu-Gi-Oh! Das ist sehr schwierig, da ich schon Yu-Gi-Oh! Jetzt seit 2 Jahren spiele und mich logischerweise nicht an alle coolen Momente erinnern kann. Das Beste, was mir mal in einem Duell passiert ist, ich habe gegen Skormato gespielt, einer von Shiok LP, und ich habe einfach Lightspawn gespielt, gegen irgendein Meta-Deck, das er gespielt hat gegen mich, und ich war voll am Verlieren. Ich hatte keine Karten mehr, aber sau viel im Grave. Und hab einfach mit Ansage aus einem Deck, wo noch, keine Ahnung, 20 Karten drin waren, den letzten Urteilsdrachen getopdeckt und hab damit einfach gewonnen. Richtig random. Wir hatten einfach die ganze Zeit Lachflash einfach nur nach diesem Duell. Das war einfach mega cool, weil wie wahrscheinlich ist das? 1 zu 20 und dann einfach Nuke und weg. Sowas ist halt toll. Das passiert manchmal in Yu-Gi-Oh! Man hat auch manchmal langweilige Duelle, aber solche Momente sind halt toll. Meine besten Momente auf DevPro sind einfach, wenn ich halt mit meinen Abonnenten da mich duelliere, wenn ich die ganze Zeit angeschrieben werde, dann mache ich mit dem Duell, das macht sehr viel Spaß. Aber so ein richtiges Highlight sind auf jeden Fall solche Duelle, wie ich eben beschrieben habe. Sowas macht Spaß. So, dann würde ich sagen, was ist für heute mit dem kleinen Interview? Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns bei weiteren Videos von mir sehen würden. Ich bin bestimmt auch irgendwo verlinkt. Ja, des Weiteren wird sich bestimmt Team Bubble Tea riesig über eine Bewertung freuen, deswegen einfach mal schnell bewerten, tut ja niemandem weh. Und ich werde natürlich noch weitere Fragen beantworten, die ihr in den Kommentaren stellt. Ich werde die nächsten paar Tage mal reinschauen, ob es da noch Fragen gibt. Und ja, bis dann. Ciao.